Herzlich willkommen zu einer Lektion Java für Tusi im General. Wir sehen dann noch ein kleines Intro gleich hier, dann haut den zweiten Teil von den Videos über den Selection Sort Algorithmus. Wir programmieren dann haut den, das hat man gleich gemacht, ein kleines Zettel schon gemacht und wir haben so das hier am Java Programmation. Ein kleines Beispiel, wir haben einfach ein kleines Programm gemacht, ein kleines Projekt, das ist einfach ein banal GUI, wo wir zwölf an einer Löschtraum haben und dann ein Knöpfchen für diese sortieren. Okay, ja. Da ist es nur darum geht. Ja. Voilà. Und das Modell, die besteht aus der Ton, ziemlich einfach, ein Löscht von Ganzzahlen, Objekten, normal Methoden für zu schaffen, und dann das, was wir wollen, aus den heutigen Loop programmieren. Ja. Das kann man aber sparen. Hier oben sehen wir den kleinen Filmchen, den wir schon für den Tischke gemacht hatten. Da können wir ein bisschen dann Referenzen für das Leiterum, das darum wollen, für das gemacht ja. Was hat man gesehen als Prinzip? Wir hatten ja gesagt, wir fangen mit der ersten Case, zum Beispiel hier, für zu sagen, wir müssen nur den richtigen Nummer da hinten platzieren. Ja. Ja, das ist das Ziel. Und dann, wir haben das mit Recherche vom Minimum, haben wir auch schon ein paar programmiert, und dann gehen wir weiter, und dann haben wir das dann für so weiter die Recherche vom Minimum, den sind wir sehr gern. Und dann gehen wir dann auf die zweite Case. Da versuchen wir dann auch ja. Das Minimum für den zu sichern. Und das so weiter für all die Casen. Die dritte. So aber bis vorhin gehen wir. Gehen wir ein bisschen weit. Die steht noch. Das ist die Durchkase. Die machen wir noch. Die muss man machen. Und dann ist der River Mündio gesagt, für was machen wir die Last nicht, weil die sowieso schon zerteilt ist. Das heißt, was brauchen wir dann, für das Ton zu implementieren? Wir machen dann alle Kassen nur einen anderen. Was brauchen wir dann in der Java-Programmation? Ein Schleif. Ein Vorschleif, ja. Ganz banal. Wir können mal denken, weil man Vorschleif, was sei viel mehr gern. Das heißt, wir programmieren das schon ganz banal ein Vorschleif. Int, i, als gleich. Wir fangen bei der ersten Kasse mal gesagt. Dann der normale AL-Book, AL-Numbers hier stehen, AL-Numbers, richtig, Punkt Size, das größte 12, und dann i++. Und dann mit geschweifte Klammer. Alt, acht. Du hast, voilà. Aufgepasst, einmal haben wir einen normalen Schleif durch den ganzen Lust. Das ist nicht das Willen. Wir haben gesagt, wir wollen nur bis zum letzten Test. Beim ersten nur gefangen, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften. Bis der letzte nicht mehr macht. Die geht nicht mehr pragmatisch. Wir müssen minus 1. Ja. Okay? Das ist dann die Hauptschleife. Was geschieht an der Schleife? Wir haben gesagt, das ist Search the Minimum. Von wo? Von Position i bis beim Fang. Size minus 10. Ja. Wenn wir das Minimum fand, was muss man machen? Du hast ein Video gesehen. Tauschen. Ja, müssen die swappen, tauschen. Swap Elements. Aufgepasst. Wir sind an einer Lust. Wir wissen, wir tauschen die Elemente selber. Das ist das, was dran ist. Wir haben noch gesehen. Der Kontinu nicht den. Voilà, ja. Das ist der Kontinu, der an der Tabelle. Aber nur, wenn es nicht ist. Wenn die Kleinsten schon auf der richtigen Platz ist, dann gehen wir nicht hin, und wir machen das mal weiter. Voilà. Das muss man vom Loop programmieren. Das ist mehr als das von ihm nicht. He? Nicht ganz viel mehr. Was haben wir gesehen? Wir brauchen ein paar Hilfsvariablen. Das haben wir gesehen. Wir brauchen ein paar für zu schaffen. Das ist das, was wir sehen, wir den Min. Wir müssen irgendwo das Minimum speichern. Und wir brauchen eine zweite Variable, die unbedingt wichtig ist. Also das ist das Position vom Minimum. Ja. Für zu wissen, wo an unserer Löscht steht da das Minimum. Das ist nicht nur der Minimumwert, den uns interessiert, sondern wo sie steht. Das sind die zwei Variablen, brauchen wir da. Okay. Programmieren wir das schon. Wir sind an der ganzzahligen Welt. Voilà. Was haben wir gesagt? Was müssen, die, müssen die an der Schleife dran? Die Menschen an der Schleife dran, ja. Das ist, wie machen wir das Minimum? Das haben wir ja schon ein paar gesehen. Das ist, für das Minimum von einer Löscht zu machen, holen wir den ersten Element. Die wir wollen analysieren und die geht direkt als Minimum geholt. Ja. Das ist in dem Fall. Also provisorisch nicht, ja.
Ganz genau. Dann war es Punkt, get. Dann ist es nicht 0, wie wir gewinnt sind. Weil, wenn wir heute bei der. Wir sind ja schon bei der zweiten. K, voilà, sind. Dann holen wir den Don direkt als Minimum. Mhm. Ja, das ist dann nicht 0, mehr bei den Item-Element. Voilà. Das Resultat ist ein Objekt, ein 12, die wird dann an den Minimum gespeichert. Wir möchten eine automatische Konversion von Integer-Objekten auf ja. Int-Werte. Mhm. Das ist dann meist auch kein Gedanke zu machen. Anders muss meine Position unbedingt speichern. Ich nenne den prinzipiell POSMIN, kann noch POSM, wir hatten in dem einen oder anderen ja. POS gemacht, mhm. Das spielt heute keine Rolle. Was muss ich da speichern? Was Position von Minimum? Bei I. Das ist den, den ich nur gemacht habe, und das ist den I. Ja. Voilà. Und dann machen wir den Rest vom Minimum-Algorithmus. Ich habe gesagt, wir haben einen Schleif in Idiot, das kann ja. Mhm. Wir werden nicht kennen. I, den er schon besagt, den kann ich nicht mehr gebrauchen. Ja. J, wo fängt man schon? Mein Minimum gesagt, wir wollen den nächsten Element als erstes Minimum und dann gehen wir beim zweiten Element weiter. Ja, was ja. ist das zweite Element? Wenn heute den ersten Element ist, dann ist das zweite Element ja, i plus 1. Mhm. Aber i mehr klein w l numbers ups, Punkt size noch ein paar. Bis vorhin noch gelöscht, wir hatten nur gesehen, wir gehen bis zum Schluss und dann löscht. Wirklich zum Schluss. Und dann J++. Schon direkt habe ich es falsch gemacht. Hier ist ein J, da aber aufpassen. Ja. Er tippt, vertippt in sich leider ganz sehr. Mhm. Und dann, das umfangende Prinzip. Wir hatten aber etwas gesagt, wie man den Minimum-Algorithmus abgestellt hat. Wir müssen aufpassen, dass den heutigen Element effektiv auch da ist. Das ist, wenn es löscht, idle ist, haben wir ein Problem. Hei, brauchen wir da ist doch keinen Gedanken zu machen, für werden wir hei indirekt testen, ob es ein Licht idle ist oder nicht. Das ist ein Licht idle ist, dann müssen wir das auch gut. Geht das nicht ausgeführt, das ist auch von einem Element da ist, das existiert immer. Das ist mir doch keine Gefahr, wir brauchen nicht zu testen, ob das Licht idle ist oder nicht. Okay. Okay, der Minimum-Algorithmus ist nicht ganz kompliziert, wir hatten den hier schon gebaut, das müssen wir hin, wir analysieren den Wert auf der Position. Punkt get j. Oh, da kann ich eigentlich 12. Als der mich klein wie den aktuellen Minimum, weil ne, da brauchen wir nicht zu machen, weil ja, wir dann definieren wir dann ein Minimum. Minimum, ja. L numbers, Punkt get j. Und wenn wir ein neues Minimum definieren, dann muss man unbedingt die neue Position definieren. Und der ist gleich j. Mhm. Der Schreihummer ist ganz einfach, wenn man zu fällt, Recherche von einem Minimum. Ja. Aber abgepasst nicht durch das ganze Licht, mehr von der Branche, von der Suppe löscht. Was vertrittst du von steht? Voilà. Was vertrittst du von der steht? Voilà. Wenn das gemerkt ist, dann haben wir gesagt, dann muss man nur ein Swap machen. Wenn es nicht ist, der Steff soll ein Swap nicht mehr machen, wenn den i verschieden als von POSMIN. Das heißt, wenn am Menge Kas schon der Minimum steht, ja, da brauchst du dir nicht zu wechseln. Dann hast du ja schon geschickt. Ah ja. Und dann. Voilà. Und dann machen wir einen Swap. Ganz banaler Swap. Temporär Variabel. Das ist dann den nächsten Element sichern. Punkt get i. Ich speichere den Element an einer temporären Variabel. Mhm. Auf der Position muss ich dann mit dem Set auf den I-Position, was meine ich nicht den Temp, dann verstand ich nicht, mit da, wo mein Minimum ist. Punkt, get, pose, min. Voilà. Das ist schon da, wo den I ist, auf den Temp gespeichert. Auf den I meine ich dann den Minimum. Den anderen, ja. Und dann kann ich auf der Position, die schon der Minimum ist, allein allen dahinter. L numbers, Punkt set, für den Anfänger POSMIN, Komma, bei den Wert vom Temp. Das ist Swap. Abgepasst, wir schaffen heute mal
löschten, das ist ein bisschen mehr komplex. Gesagt, ein bisschen mehr komplex, als mit das unser ja, Tempas A, ne? Ja. Das A. Tempas A, A ist B, A, B ist Temp. Ja. Ganz genau. Das ist ein bisschen barbarisch aus, ja. Hi, wenn es dem Set. Das ist nicht, wenn ich es mich erinnere. Ich kann nicht einfach die Werte tauschen, ich muss über Set gehen. Ja. Ein Get an ein Set. Mhm. Prinzipiell ist ein Sorting-Algorithmus so fertig. Theoretisch müssen wir aber hier und probieren. Ne? Bei jo. Wir starten den. Ja, hoffen wir, dass wir keinen Tipp wieder gemacht haben. Ja. Wie auch ganz richtig zu machen, dann machen wir die selben Zwölle. Add. Dann 33. Da sehen wir, ob unser Löscht auch so funktioniert. 55, 97, 10. Das funktioniert, weil den Int-Tagger ist, mit all Zwölle, auch negativ Zwölle. Spielt halt keine Rolle. Sort. 10, 17, 33, 44, 55, 57. Wenn ich die clearen, die ist das gegangen. Ja. Clear, das ist schon kein Element mehr. Wenn ich aber Sort abrufen, dann sehen wir, dass kein Fehler aufkommt. Uff. Das als Schleif funktioniert richtig. Das ist für ein bisschen zu resümieren. Ein Schleif für die einzelnen Kasen von der Lösch. Heißt das heißt null, ja. Ja, okay. Aufgepasst bis zu. Als 0 mit klein wie minus 1. Ja. Als 0 mit klein wie minus 1? Ja. Nein, dann halt den direkt ab. Okay. Wir sind hier geschützt. Mhm. Wir sind im Minimum. Und dann swappen wir, wenn es nicht ist. Ui. Ja. Das ist das Sorting. Passt auf, die J-Geschichten muss er darüber aufpassen, dass das alles mit J ist. Dann hier ist ein I an der Posi-Minimum. Ui. Es gibt Leute, die werden so ein J, gibt wahrscheinlich eine Variante, die ein bisschen wie elegant sind, ich kann verschiedene Sachen vereinfachen, ich kann den Temp vermeiden, ich könnte es halt mir einfach machen. Ein bisschen mehr elegant, ein bisschen mehr schnell. Okay. Von der Logik hier ist das halt ein bisschen mehr einfach zu verstehen, weil wir machen das mit bekannten Sachen. Ja. Minimum sichern und ein Swap. Hier sehen wir eine Variante mit Objekten, da gibt es eine Bemerkung, ich kann es wahrscheinlich mehr einfach machen, da wir nicht unbedingt dafür mehr klar. Ja. Hui. Nicht so ganz easy, der Toten. Ne? Den Algorithmus habe ich selber schreiben. Ja. Als nicht trivial. Du musst ihn eigentlich probieren, bis du ihn verstehst. Aufgepasst, das funktioniert nur für 12. Von klein auf groß. Ja. Wenn ich den Algorithmus muss umdrehen, ich will von groß auf klein. Ordre décroissant oder Ordre croissant. Heißt Ordre croissant. Von klein auf groß. Décroissant, das ist nicht das Maximum. Der Algorithmus bleibt tel quel, das ist nicht das Maximum. Okay. Das ist hier, Platz Minimum Max, und dann bleiben wir hier, just umzudrehen. Das kann man mit dem Maximum schon gesehen, ändert nichts zum Prinzip, das ist mir sicher das Maximum. Okay. Ja, theoretisch könntest du auch den Noten holen, dann nur, wenn du Lust bist, auch der, dass du einfach umdrehen nicht. Wenn du nicht so elegant. Und geht wahrscheinlich schief, weil da musst du mal Zwischenvariablen fahren, und du musst aufpassen. Ja, ja. Bei 99% von der Fällen wird wahrscheinlich schief kommen. Oder okay. Du brauchst ein zweites Lust. Okay, ja. Naja. Mehr so, merci für das Lauschen. Das war dann für den zweiten Teil von diesem Video Universelle Selection Sort. Bis nächstes Jahr. Merci für das Lauschen.